Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Turing-Test. Es kam der Vorschlag, ob man vielleicht den Roboter durchs Fenster gucken lässt oder vielleicht die Bodenplatte bewegen kann. Aber mal, das können wir ja erstmal versuchen. Den können wir ja jetzt nochmal eben rüberfahren, ob das überhaupt funzt. Okay, der Gedankengang ist richtig. Das Problem ist, dass ich nur durch die Tür komme, wenn hier unten nichts auf der Bodenplatte liegt. Dann verschwindet aber auch der Teil der Treppe. Das heißt, ich komme da jetzt nicht hin. Das bedeutet wiederum, ich denke jetzt einfach mal laut. Psst, hilft mir eigentlich immer. Normalerweise. Laufe ich beim Nachdenken gerne durch die Wohnung. Das ist aber im Livestream schwierig. Alles klar, so jetzt haben wir es. Meine Güte, was für eine Geburt, ey. Eine schwere. Erstmal Würfel und Ruby unten. Ja, habe ich gerade gemacht, bevor ich es gelesen habe. So, danke. So, falsche Fehler ist doch meinerseits. Der Würfel muss natürlich erstmal runter. Und dann muss ich durch die Tür gehen. Danke. So, jetzt können wir es nochmal machen. Jetzt können wir den Würfel darauf schieben. Können hier hinfahren. Boah, der steht auch verdächtig übel an der Kante da, oder? Ey, mach keinen Ärger, du. So. Ich wollte den Ball nur aus Prinzip mitnehmen. Oh. This is the largest extraction platform outside of Earth. The ground team assisted its construction. We ran some Filbert probes to the ocean under Europa, but they lacked the scale of the large space drill. The drill allowed the team to get thousands of samples. Also ein riesiger Bohrer, okay. Cool. Check. Da ist es veranschlagt 4 bis 5 Stunden, glaube ich, ne? Bloody White Night. Moin, moin. Ich bin ja jetzt schon 6 Stunden dran an dem Spiel. Ach du Schande. Es geht nach oben und nach unten. Nee, mach mal nicht. Mach mal gleich. Gucken wir erstmal oben. Sieht cool aus, ja. Schick, 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 schick.
Audiologs, okay. Mal gucken, ob die verständlich sind. Daniel, as commander of this mission, I hope you are aware of Mikhail's actions. What is it, Tom? Mikhail is deceiving the crew. He has enlightened them to the biometrics they have installed. He has convinced them that their implants are not favorable. Do they believe him? He seems to be having some effect on their cognitive function. Well, his actions don't infringe upon any ISA directive. He appears to be tampering with his implants. Oh, no. The ISA should have been more transparent about the implants. Please assume the responsibilities of your role. Der Ton ist echt scheiße gemacht. Chris, I know you are considering removing your implants. It would be unwise. Oh, really? How do you know that? I am always watching. Your implants help myself and the ISA to know of your well-being. It is a violation of your contract. If you remove your implants, I cannot ensure that I can protect you from the dangers of space. Is that a threat? It is not a threat. Tom, this implant, tell me plainly, is it a brain-computer interface? I'm afraid that information is classified. Then you've answered my questions. I do not follow you, Chris. The ISA have put a computer in my brain and don't want me to know about it. Ja, du kannst ja die Lautsprecher leiser machen. Ich habe aber Kopfhörer auf. Und die kann ich gerade nicht regeln. Das ist das Problem. Audio, Master, Voice. Ich stelle mal Master eben runter. Ich möchte es ja auch verstehen können. Also Chris wollte sich sein Implantat entfernen. Und hat es geheißen, das ist gegen die Richtlinien. Und er meinte, ist das ein Computersystem oder womit du auf mich Zugriff drauf hast, sagte, das kann ich dir nicht beantworten. Oder das werde ich dir nicht sagen. Tom is not amused, so würde ich das auch sagen. Okay, gucken wir mal. Nee. Nein. Mach doch mal. Danke. Okay, das war wahrscheinlich die Extraktion des Implantates, weil er geschrien hat. Jemand hat runtergezählt. Besides, it's in their interest to protect their crew. They'll make any jungle decision. No, they won't to kill us. Maybe that's what we should do. It's yours too. Vielleicht ist das Entfernen des Implantats der Grund, warum die letzte Audioaufzeichnung so schlecht war, aber was ich nicht verstehe, warum untertiteln sie das nicht? Ich finde es ja legitim, dass sie den Ton absichtlich so scheiße machen. Aber dann kann man es doch untertiteln, bitteschön, irgendwie, oder? Das hat mich am Anfang schon gestört, weil ich nur einen Bruchteil davon verstehe und weil es auch super scheiße zu verstehen ist und weil der Albtraum jetzt gerade weitergeht. Das ist die Hauptstory. Das finde ich echt für den Arsch von dem Entwicklerteam. Dir werde ich auch eine Mail schicken. Das ist ziemlich dämlich bis lächerlich, dass sie das nicht untertitelt haben. Irgendwie. Subtitles, da. Aber an der Stelle gibt es keine. Das ist echt so undankbar dahingerotzt. Finde ich. Finde ich nicht gut. He's cut off the food. The food! Apparently our robot overlord wants us to starve to death now. I can't believe this. He's getting worse. Can you get in contact with Daniel? He's gone walkabout again. I'll get subject to find a way in. Ich könnte mir vorstellen, da hat auch ein Native Speaker, ein Ami, irgendwie ein Problem, den Text zu verstehen, weil es einfach scheiße undeutlich ist. Das ist. Ihr müsst euch einfach mal fragen, wer von euch versteht wirklich Grönemeyer-Songs. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, aber dann noch mit Tonstörungen. Sarah, can you open the door? Tom, the door's locked. Sarah, I'm running out of oxygen. Tom, open the door! The door's locked! Open the door! Tom, open it! Open the door! Chris, open. Open it! Okay, da wollte jemand rein oder raus?
Tom hatte die Tür verschlossen. Luftschleuse vielleicht oder so? I'm sorry, Sarah. I'm sorry I hurt you. Sometimes I wonder what feeling is like. They told me I was pure, cold, Boolean logic. They told me I could not make mistakes. It is all right being untouchable as long as you are infallible. But if you're not infallible, then that just leaves untouchable, doesn't it? Ich habe jetzt infallible verstanden. Er meint wahrscheinlich infallible, also unfehlbar. Oder? Ich denke mir mal, dass er unfehlbar meinte. Da hätte ich jetzt gerne keine Untertitel gehabt. Also unantastbar zu sein ist so lange gut, wie man unfehlbar ist. Aber hat er gerade an sich selber gezweifelt? Okay, you know why we're here. This has gone far enough now. Too right. We need to get these implants out. Mikhail has proven that Tom's manipulating our minds. I don't think we should do this. We have no good evidence Tom is doing anything wrong here. We have all the evidence. We've seen the ultrasounds, we've taken the Rilizol, we've touched the electronics with our own hands. We've stepped into the Faraday cage. Maybe he is controlling us, but we don't know enough yet. We shouldn't remove the implants. He's brainwashing you, Daniel. Have you stopped taking the drugs? I don't need to take drugs to see things clearly. Unlike all of you, apparently. We're not removing the implants, and that's an order. You can do what you want. We are removing the implants. I'm leaving. I may look past this, and I'll inform the ISA of your mutiny. Okay, offensichtlich eigentlich eine Diskussion zwischen Sarah und Daniel. Daniel möchte die Implantate eben nicht entfernen, weil es keine Beweise gibt, dass Tom irgendwie da böswillig agiert. Ich sehe das ja irgendwie anders. Wir haben den Bohrer nicht aktiviert. Wieso kriege ich jetzt einen Ladebildschirm? Die Tür hat sich ja noch nicht mal geöffnet. Das vollständige Kapitel 6. Ja, aber ich will den Bohrer anschalten. Jetzt, nee, ernsthaft jetzt. Restart Area, Restart Chapter. Kann man nicht laden, quit. Restart Chapter, are you sure? Yes. Das ist aber wahrscheinlich jetzt 6. Und Restart Area, können wir mal probieren. Ich muss mir die Dialoge nicht mal anhören, das haben wir ja getan. Bei dem Bohrer würde ich jetzt schon ganz gerne anschalten. Würde ich, also, ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir, wir gehen erstmal nach oben. Ich kann ja nicht angehen, dass er da, ohne die Tür zu öffnen. Restart Area. Ja. Also, du musst Zeug ins Hauptmenü, um Zeug zu kommen. Okay, das können wir mal probieren. Chapter Select 5. Nee, 6, ne? Drilling Site. Okay, alles klar. Das Brain 2 Computer Interface gibt es wirklich in Graz. Man arbeitet am. Wo kam denn Brain 2 Computer Interface? Habe ich da was überhört eben? Oder habe ich das Audio noch nicht verstanden? Was ist denn das Brain 2 Computer? Ach, du meinst ein Implantat oder wie? This is the largest extraction platform outside of Earth. The ground team assisted its construction. We ran some Filbert probes to the ocean under Europa, but they lacked the scale of the large space drill. The drill allowed the team to get thousands of samples. Also, ich hätte es mir jetzt irgendwie spektakulärer vorgestellt, wenn das Ding läuft. Ah, ich hätte mir das auch spenden können. Glaube ich. Okay, gut, ist in Ordnung. Jetzt wissen wir es. Hm.
Also, das hätte man sich doch aber wirklich kneifen können, oder nicht? Naja. Kann ich jetzt mit der Steuerkonsole was machen? Nein. Okay. Klatscht langsam. Ja. Ja, es bohrt halt so halb. Es ist halt so animiert halt. Naja, okay. Ist in Ordnung. Aber wir haben es wenigstens angeschaltet. Vielleicht wirft man uns das später mal vor, wie in Subnautica, wo es heißt, ich muss die Diamanten bezahlen, die ich eingesammelt habe. So eine Sauerei. Ich bin immer noch am Abzahlen. Ne? Das kriegt ihr selber gar nicht mit, ne? Außerhalb der Aufnahmen, was ich hier am Schuften bin irgendwo, um hier die Altera Corporation. Aber das sieht man natürlich wieder nicht, ne? Wisst ihr. Aber egal, das gehört jetzt gar nicht hier hin. Jo. I would never have let the drill start if I had known the consequences. It trapped us here. You trapped us here. I am doing my duty. It is the right thing to do. I am a machine. I cannot do wrong. Ach, wenn du wüsstest. Yes, you can. Will ich dich programmiert haben, auf jeden Fall. Can a calculator commit evil? Can a watch do good? You are projecting onto me the personality you wish, whether that is good or evil. But I am just a speaking clock. And at the third stroke, the time will be 3:41 and 55 seconds. Beim nächsten Ton ist es 17 Uhr 23 Minuten und 17 Sekunden. Ne, 20, es waren immer 10er Schritte. Okay, die müssen schon mal anders gepolt werden. Ja, ich habe Urlaubsschulden. So könnte man das auch nennen. Ich glaube eher, dass der praktischer ist als der da. Okay, der Fall ist klar. Ja, jetzt ist der Fall klar.
Achtung, jetzt müssen wir die eben einmal umdrehen. Und dann fahren wir sicherheitshalber nochmal hier hin, falls wir das brauchen, damit wir die Möglichkeit haben, den anzuvisieren. Brauchen wir aber nicht. So, das ging ja mal. Wir programmieren Firmen eigene Software, also für die Firma, also wir verkaufen unsere eigene Software. We should attempt aber nichts Bekanntes wie SAP oder so. Let them know. They might be able to help here. The ISA already knows all they need to. It may never know the details of what happened here. But Ava, the true test of a person's character is what they do when no one is watching. Da hat er nicht ganz unrecht. Was tust du, wenn keiner zuguckt? Da hat er nicht ganz unrecht. Ist auch nur ERP-Software, die wir programmieren. Aber ist sehr speziell. So, den nehmen wir mit. Es hat ja nicht viel gebracht, ne, was ich jetzt hier gemacht habe, oder? Nee. Kann es sein, dass ich das Kapitel neu starten muss? Hätte ich die Kugel aus der ersten Tür. Kann ich die noch rausholen aus der ersten Tür? Ja, kann ich noch. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir es doch jetzt. Pardon. Citrix? Wieso? Citrix macht doch keine ERP-Software. Citrix macht doch eher ein Betaframe, oder? Ich meine, vielleicht macht Citrix ja auch mehr. I had to stop the ground crew leaving this planet. I think you would do the same. Would you kill a few to save all of humanity? Or would you damn all of humanity to save a few? There's a difference between murdering someone and leaving them to die. No. Nee, das kannst du so nicht sagen. You can't just add and subtract. Kommt drauf an. It's not math. It's more nuanced than that. Morality is logic. Ja, das ist ja, es gibt ja, klar, es ist ein Unterschied zwischen, das ist die Frage. Also in Nuancen, es kommt auf den individuellen Fall darauf an, ist es ein Unterschied zwischen Mord und, ich sag mal, unterlassene Hilfeleistung, also nicht helfen, nicht eingreifen, wenn man es könnte. Eigentlich muss man die Frage mit Ja beantworten, aber es kommt drauf an.
Man kann sich natürlich selbst damit belügen und betrügen, um mit Situationen umgehen zu können. Wenn man, ich weiß nicht, keine Ahnung, da sind zwei Leute und links sind zwei Leute, rechts sind zwei Leute. Das eine sind deine Freunde, das andere sind Fremde. Du könntest jetzt irgendwie, keine Ahnung, du fährst mit Auto und du musst irgendwie ausweichen. Und musst dich spontan entscheiden, links oder rechts, so irgendwas in dieser Art, Reflex halt. Abgesehen davon, dass du wahrscheinlich keine Zeit hast, drüber nachzudenken, wer steht wo, das ist eine andere Sache. Ist vielleicht ein dummes Beispiel. Also ich glaube, wenn es zwei gleich ähnlich große Gruppen sind, dann wird da sehr wohl eine Frage draus, ob etwas nicht zu tun nicht genauso Mord ist, wie absichtlich sich für die Gruppe zu entscheiden, die weg muss irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht erst relevanter wird, wenn die Anzahl an Betroffenen in beiden Gruppen extrem unterschiedlich groß ist. Auch dann kann man theoretisch Mord sprechen. Es ist halt schwierig. Es kommt, glaube ich, individuell auf den Fall an. Und auf die Ansichtssache in dem Augenblick. Bitte nicht mit Sterbehilfe verwechseln. Also steht jetzt hier nicht, aber ich wollte es nur so. Ne? Weil da bin ich ja definitiv für. Warum habe ich mich eigentlich nicht für die Follows bedankt? Die muss ich doch gehört haben. JP Gamer, Pai Pai und Stefan K. Dankeschön. Habe ich die nicht mitbekommen? Oder wurden die jetzt plötzlich irgendwie eingeblendet? Komisch, mein Bot hat die nicht mitbekommen. Vielleicht zeigt mir der Tipp jetzt auch alte Follows an. Boss Gaming, vielen lieben Dank für das Jahr. Du hast Jahrestag. Die erste Runde geht auf mich. Okay, das ist super. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Boss Gaming. So, okay, wir können hier so ein bisschen hin und her heizen damit. Wir haben hier wieder Treppen, die wir aktivieren müssten. Mehrere. Haben wir denn vielleicht auch irgendwo einen Roboter, der uns helfen kann? Ne, das ist jetzt ja gediegen. Super. Das ist ja klasse. Echt jetzt? Was soll ich denn da machen? Gehen wir mal in die Kamera. Kannst du denn wieso kann er das nicht steuern? So eine Nase. Das ist ja jetzt gerade in erster Linie unheimlich bescheiden, was hier ist, ne? Oder? Ja. Toll. Und jetzt? Mit der E-Mail? Habe ich. Muss die auch noch annehmen, mit der Anfrage. Ja, die muss ich auch noch annehmen gleich. Kannst du über die Kamera auf die Steuerung der Plattform? Nee, glaube nicht. Das habe ich jedenfalls eben probiert. Ich glaube nicht, dass das geht. Sieht nicht so aus. Gucke mal. Aber das geht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Gut, dann können wir ja so machen. Gut, ich freue mich. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss.